Der Anstoß zu diesem Video war das Update Version 13 in der ersten Februarwoche für die Oculus Quest. Es kann sein, dass dieses Video gar nicht mehr aktuell ist, wenn es ausgestrahlt wird. Ich wünsche dennoch gute Unterhaltung. Hey Oculus, seid ihr irgendwie total verf***? Ja, es ist mal wieder soweit und diesmal trifft es Oculus. Ich habe lange keine Probleme mit Oculus gehabt, da war eigentlich... weil ich benutze die Quest nicht so oft, wie ich vielleicht sollte, und allgemein geht's mit Oculus. Aber jetzt die Sache mit dem Update Version 13, das hat quasi jetzt mich getriggert, wo ich denke, ey, seid ihr irgendwie f*** oder so? Das ist jetzt nicht nur speziell mit Version 13, das waren auch die Updates, die davor immer erschienen für die Quest, ob das 12, 11 ist. Oculus, was für eine Update-Politik habt ihr eigentlich? Erstens dieses reihenweises Update rausliefern. Wie reihenweise? Ist das hier jetzt Klassengesellschaft? Erst kommen die, dann die, dann die. Sind eure Server nicht stark genug oder was? Ihr seid von Facebook aufgekauft worden. Ihr wahrscheinlich sogar Geld. Also es kann ja nicht daran liegen, dass ihr kein Geld habt, um alles gleichzeitig auszuliefern. Das ist eine Peripherie, wenn da steht, ey, es gibt jetzt ein Update, wir kündigen das an, posten das auch, es ist jetzt Version 13 da, es gibt die und die Updates. Dann sage ich so, boah, geil. Das lese ich vielleicht in der Pause auf der Arbeit, auf dem Handy, oh cool, lade ich zu Hause runter. Stell meine Quest an, nix. Weil irgendwann, wenn wir uns aussuchen, wenn wir unseren Sch*** aus dem Maul haben von Facebook, dann tun wir das, dann releasen für die Quest oder wie. Warum müssen wir auf Updates warten, dass ihr entscheidet, ja, jetzt kriegt ihr das, obwohl es schon da ist? Das verstehe ich nicht. Es gibt ja nicht mal eine Option, wo du drückst, so eine Update suchen oder so. Es gibt ja einmal dieses Software-Update und dieses Firmware. Das ist eine Software-Ding, da kann man ja eine Update suchen, aktuellste Version. Warum geht das dann nicht bei der Firmware? Erklärt mir das. Warum? Jedes andere Gerät, sobald ein Update da ist, lädt er das runter und will das installieren. Mein Handy gebt mir, wenn ich das Update nicht installiere, den ganzen Tag auf den Sack. Ey, installiere das Update. Es ist ein Update da. Ey, installiere das Update. Es ist ein Update da. Es die Switch. Sobald ein Update da ist, lädt das runter. Es installiert das. Sobald PlayStation 4 Update da ist, es lädt das runter. Es installiert das. Sobald Steam Update hat, es lädt das runter. Es installiert das. Sobald Windows ein Update hat, es lädt das runter. Es installiert das. Man muss nicht warten und hoffen, dass das irgendwann rauskommt. Ich habe meine Quest jetzt 24 Stunden im Standby gehabt. Es ist nichts passiert. Dieses Update 13 ist nicht drauf. Wenn ihr es zurückgehalten habt, weil, oh sch, wir haben es zu früh veröffentlicht, das sind noch totale Bugs, wir warten noch. Dann schreibt das irgendwo hin, ihr. Und dann probiert und macht darum. Es gibt keine Kommunikation, nur Update 13 ist da. Ist nichts passiert. Es passiert nichts. Eigentlich ist es auf der Oculus App für PC ist ja eigentlich auch Version 13 drauf. Das ist ja jetzt auch komplett gestrichen worden, weil funktioniert nicht. Es gibt jetzt entweder Beta 14 oder 12. Am besten bleibe ich jetzt bei 12, weil wenn ich jetzt 13 auf der Quest habe, bin ich eh ein kann Link nicht mehr benutzen, weil inkompatibel. Angeblich geht es mit 14, aber da wird ja auch von vielen Stellen gesagt, nee, ist nicht kompatibel. Ihr seid von einem millionenschweren Konzern aufgekauft worden. Ihr habt den Technik-Guru schlechthin. John Carmack habt ihr da. Und ihr kriegt das nicht Software-Updates auszuliefern, oder was? Wie? Ich weiß ja auch nicht, wie weit das jetzt kommuniziert worden ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ich gehe jetzt davon aus, ich erzähle das jetzt aus der Perspektive, wenn ich ein Laie wäre und da keine Ahnung von hätte. Und lese dann das Update 13 da. Und ich habe keine Ahnung, warum dieses Update 13 nicht installiert. Bin ja froh, dass ich da meine Quest ankriege, will dann auch immer die aktuellste Version haben. Da muss ich mich irgendwo mühselig vielleicht rumfragen, wo ich das Update herkriege. Dann musst du ja noch warten, dass du eine Antwort kriegst. Du weißt ja vielleicht, dass du irgendwo in Discord kannst oder sonst wo, dass du vielleicht in Forum fragst und da musst du halt warten, bis du eine Antwort kriegst. Oder Oculus Support anschreiben. Du musst ja warten, bis du eine Antwort kriegst. Wie willst du als nur nach 15 Konsument, wollte ich schon gerade sagen, der nicht technisch so versiert ist, diese Sch*** gelöst kriegen.
Ihr müsst das besser kommunizieren und ich gehe auch immer noch, also ich habe noch nichts gehört. Ich gehe immer noch davon aus, dass es Version 13 schon für Quest gibt. Wieso habe ich mein f***ing Update noch nicht, ihr Das ist ja nicht nur seit Update 13 so, das ist ja mit jedem Update so, dass ich meine Quest in Standby lassen muss, was ich nicht will. Ich weiß ja nicht, ob ihr dann heimlich nachts die Kameras anmacht und dann guckt, wie ich mir unter der Decke einen von der Palme wedel. Ich weiß ja nicht, ob ihr auf sowas steht. Ich weiß es ja nicht. Nicht, dass ich das mache, weil ich sauge die Decke ein. Das mache ich ohne Decke. Aber ist auch das andere. Das ist egal. Deswegen, ich will ja nicht permanent meine Quest im Standby haben, wo es dann auch trotzdem den Akku irgendwann verbraucht. Wenn ich die jetzt tagelang nicht benutze, stelle ich die aus. Dann will ich die nicht im Standby haben. Aber trotzdem dann, wenn ich die nächstes Mal anstelle, das aktuellste Update haben. Deswegen will ich die anstellen, runterladen, fertig. Und nicht auf gut Glück 24 Stunden warten und hoffen, dass irgendwas passiert ist. Und es ist fucking passiert. In diesem Sinne, kriegt eure Update-Politik in den Griff. So wie jedes normale, vernünftige System oder Entwickler auch macht. Also Nintendo kriegt's hin, Valve kriegt's hin, Microsoft kriegt's hin, Handy-Anbieter kriegen's hin. Ich glaube sogar Google Stadia wird's hinkriegen, wenn die sagen, es ist ein Update da, es wird sofort runtergeladen. Also ey, wisst ihr was? Ihr könnt's einfach nicht. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist... War jetzt ein kürzerer Rant. Nee, also das ist jetzt... Also nicht zu ernst, immer mit einer Prise Ironie, aber das stört mich wirklich. Und ganz ehrlich, euch Oculus. Also diese gar nicht. Seht zu, dass ihr eure zusammenkriegt. Ihr verdient ein Geld mit dieser Ich schwöre, dass ihr verdient. Und ihr habt auch VR-Geld. Der Zuckerberg, der schwimmt auch in Zuckerbergen. Also in Geldbergen. Und ey, nee. So, ich bin jetzt raus. Ich hab die Schnauze voll. Ciao.